Als ich 15 Jahre alt war in Kanada, habe ich das Buch Bend von Martin Sherman gelesen. Das ist eine Geschichte über die Verfolgung und Vernichtung von queer Menschen durch den Nazis. Und damals hat es mich so richtig schockiert. Als junger queer Mann hätte ich das sein können. Und dann habe ich gelernt, dass diese Geschichte ein bisschen mehr kompliziert ist. Also eine Sache ist mir dabei so besonders aufgefallen, ne? Das Symbol des Rosawinkel. Das Symbol des Rosawinkel, mit dem die Nazis die Homosexuellen im KZ gekennzeichnet haben. Mich hat total überrascht, welche komplizierte Geschichte das Symbol hat. Und das habe ich zu meiner Forschung gemacht als Historiker. Und die Story beginnt nicht in den KZ der Nazis, sondern viel früher in den Gesetzbüchern von Preußen. Am Ende von dem 19. Jahrhundert wurde der berüchtigte Paragraph 175 angeführt. Damit wurden, grob gesagt, sexuelle Handlungen zwischen Männern verboten. Die Nazis haben das so 1935 noch verschärft und so die Verfolgung und Ermordung von queer Männern begründet. Jahrzehnte später kam diese Geschichte ans Licht. Dennoch beanspruchen queer Aktivisten in den 70er Jahren das Symbol als ihr eigenes. Denn nach dem Weltkrieg endete die Verfolgung nicht. Also nicht für ganz viele queere Menschen. So haben sich in den 70ern in Deutschland und Nordamerika die Schwulen- und Lesbenbewegungen gegründet. Und der Rosawinkel wurde auf Flyern, Plakaten und Büchern benutzt. Also einerseits wollten die Bewegung die Erinnerung an den Nazi-Verbrechen wahrhalten und Kontinuitäten auch so betonen, aber andererseits wollten sie auch ihre Schwulsein öffentlich machen. Anfang der 90er Jahre wurde der Paragraph 175 in Deutschland zwar endlich gestrichen, aber die HIV-AIDS-Krise war lange schon Thema. Dadurch wurden queer Menschen erneut stigmatisiert und ausgegrenzt. ACT UP, das ist so den AIDS Coalition to Unleash Power, eine queer Protestbewegung, hat den Rosawinkel als Symbol benutzt, in Nordamerika und dann in Deutschland. Durch einen Zufall zeigt er allerdings bei ACT UP nach oben. Das ist ein Domino-Effekt von der Geschichte, aber vielen Abendessen der Zeit als positiv und selbstbewusst interpretiert und so blieb es dabei. Der Winkel hat sich dann zuvor an ein Symbol der Unterdrückung zu einem Symbol des Empowerments gewendet. Selbst die Werbung benutzt den rosa Winkel, wie zum Beispiel Nike in einer Schuhkampagne von 2018. Dabei heften sie das Symbol auf Kleidungsstücke, was ich und andere aus der Community durchaus kritisch sehe. Die Bedeutung dieses einfachen Symbols hat sich also sehr verändert. Also es geht nicht darum, ob es ein Symbol von den Nazis ist, ein Symbol von den 70ern, ein Symbol von Nordamerika oder aus Deutschland. Es geht darum, dass es alles gleichzeitig ist. Es ist vielseitig und es muss auch so vielseitig betrachtet werden. Also ich sehe das so, denn rosa Winkel ist eine Art Brücke zwischen der Vergangenheit und heute, zwischen uns und der Geschichte, aber auch zwischen Geschichte und Erinnerung.